Glauben Sie, dass dereinst diese Straße gebaut wird? Da habe ich mich nie festgelegt. Mein Ziel ist es, ein Projekt jetzt bis Ende 23 oder Ende 22 zu erarbeiten, dass wir ein UVP-Verfahren bringen können. Das ist auch das, auf das sich die grün-schwarze oder schwarz-grüne Landesregierung hier in Vorarlberg verständigt hat. Das ist in unserem Regierungsprogramm nachzulesen. Wir haben gesagt, eine Ausarbeitung einer Variante, die dann in einem UVP-Verfahren geführt werden kann. Und wir haben eines der strengsten Umweltrechte Europas hier in Österreich. Da werden solche Varianten auf Herz und Nieren geprüft. Und ich kann nicht prognostizieren, ob diese Variante es schafft, durch dieses Verfahren zu kommen. Die ASFINAG ist guter Dinge und ich glaube, sie macht hier gute Arbeit. Und es wäre unser Ziel, diese Variante so weit zu bekommen mit der Bevölkerung, auch in Lustenau, aber auch in Hart, Höchst oder Fuß, dass wir eine Variante haben, die aufzeigt, dass sie gebaut werden kann, bautechnisch, dass sie naturverträglich umgesetzt werden kann, mit allen Einschränkungen und die Verkehrsentlastung für die Bevölkerung mit sich bringt. Also das heißt, Sie würden auch im bald bevorstehenden Landtagswahlkampf nicht für ÖVP-Plakate votieren, auf denen ein klares Bekenntnis zur S18 oder wir bauen diese Straße versprochen wird. Das ginge als Wahlversprechen in dem Fall nicht mehr. Das Bekenntnis zur S18, da glaube ich, das gibt es in unseren Reihen auf breiter Ebene. Das wollen wir. Wir stehen für diese Variante ein. Wir sind mit der ASFINAG in engem Austausch dafür. Es muss die genaue bauliche Ausführung noch besprochen werden. Das ist richtig. Aber vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Und wir haben gesagt, wir wollen sie in das UVP-Verfahren bringen. Dann müssen auch Gerichte darüber entscheiden. Und mir ist bewusst, und ich weiß das ja auch vom Stadttunnel in Feldkirch, das wird viele Jahre beanspruchen, das wird durch die Instanzen gehen. Aber ich bin überzeugt davon, dass es die Variante ist, die die größte verkehrliche Entlastung hat. Über Einzelvarianten nachzudenken, das ist auch möglich, aber sie werden nicht die verkehrliche Entlastung mit sich bringen. Und wir wissen ja von den Verkehrsprognosen, das wird sich dramatisch steigern in den nächsten 10, 20 Jahren. Und die Varianten, die weiter südlich sind dann in Vorarlberg, die auch angesprochen worden sind, die haben diese große Entlastungswirkung nicht für das untere Rheintal. Und da haben wir ja auch das Problem.